Solche Bikonkav-Linsen werden auch Treuungslinsen genannt. Wenn ein Parallelstrahl eine bikonkave Streuungslinse durchquert, so wird er hier einmal gebrochen und dann hier noch einmal gebrochen, und zwar so, dass dieser austretende Lichtstrahl in der Verlängerung einen Brennpunkt der Linse enthält. Durch eine Bikonkavlinse wird ein Parallelstrahl also zweimal gebrochen, so dass die Verlängerung von diesem austretenden Lichtstrahl einen Brennpunkt der Linse enthält. Und das ist gültig für alle eintretenden Parallelstrahlen. Wir sehen hier, diese austretenden Strahlen werden zerstreut. Und deshalb nennt man solch eine bikonkave Linse auch Treuungslinse. Wir modellieren diese doppelte Lichtbrechung durch eine Bikonkavlinse wie folgt. Die Linse selbst wird durch solch einen Doppelpfeil dargestellt mit den Spitzen so herum. Ein Parallelstrahl wird durch die Linse so gebrochen, dass seine Verlängerung einen Brennpunkt der Linse enthält. Das ist natürlich richtig für alle eintretenden Parallelstrahlen. Es geht aber auch andersherum. Ein Brennstrahl wird durch solch eine Linse gebrochen zum Parallelstrahl. So. Und ein Mittelpunktstrahl, der wird nicht gebrochen. Ein Mittelpunktstrahl bleibt schön geradlinig.